Recht herzlich willkommen zur, tja, gute Frage, ne? Weiß ich gar nicht jetzt. Zur neuen Folge auf jeden Fall von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal den Miner zum Minen losgeschickt und wir sind dann noch weitergeflogen in diesen Sektor, meine ich. Oder haben wir ihn hier released? Ne, wir haben ihn hier released. Der ist hier losgeflogen, ne? Sehen wir, wenn wir auf die Karte gehen. Ja, wir sind im gleichen Sektor. Was ist da? Ich habe das Schiff von einem Kumpel mit Titan-Integrationsfeldgenerator ausgestattet. Jetzt kann es deutlich mehr einstecken, bevor es auseinanderbricht. Ja, genau. Das ist eine coole Geschichte, ne? Also wir lassen hier den Kollegen meinen. Und wir gehen mit dem Baston ja irgendwo anders hin und wollen da ja unseren Bergbau-Air-Laser ausprobieren. Jetzt, da sind 850 Asteroiden. Da sind gar keine, oder wie sehe ich das? Und hier sind 907, das sind mehr. Ja, dann können wir mal einfach ein Feld weiterfliegen, ne, oder? Wo wollen wir hin? Das ist die Frage. Ach so, es gab übrigens ein Update, das habe ich gar nicht erwähnt. Ja, es gibt jetzt vier Einstellungen: neutral, Krieg und ja, wie soll man das nennen? Weiß ich jetzt nicht. Ich komme jetzt auch gerade gar nicht auf den englischen Begriff. Und ja, alliiert war noch dabei und dann einer zwischen alliiert und Krieg sozusagen, so friedensstiftend oder sowas. Wo dann nicht unbedingt angegriffen wird, ne? So, ja, ich komme jetzt nicht auf den Ausdruck. Das ist dabei. Dann sind noch diverse Sachen halt mehr gewesen, so Bugfixes und sowas. Und Galaxien gibt's weniger. Patchwork hatten sie das genannt hier. Sag schon Fraktionen, sondern es sind viel weniger Fraktionen, die da sind. Fallen welche raus. Zum Glück ist es so, dass der Spielstand nicht dadurch zerstört ist. Aber ja, es werden weniger. Entschuldigung. Und das haben wir dann auch in Angriff zu nehmen. Ja, was machen wir jetzt hier? Das ist die Frage. Wir wollen hier ihm nicht was wegnehmen. Hier sind 850. Hier geht's nicht lang. Da oben ist ein Riss. Eigentlich würde ich jetzt mal lieber, glaube ich, hier runterfliegen, ne? Wir springen mal hier hin. Aber wir könnten natürlich bis dahin springen. Oder wir nehmen Tor. Ich glaube, wir nehmen Südwesttor. Ist vielleicht besser. Gucken wir mal, wo eins ist. Da ist ein Tor. West-Südwest-Tor. Wird es wahrscheinlich sein, ne? Und irgendwo da oben rechts ist der Miner, der dann auch schon kräftig am Abbauen ist. Wir mussten bezahlen. Ja. Ja. Okay. Das war nicht so ein Ding. Ich dachte, wir kommen um die Ecke. War aber nicht so. Machen wir mal das, aber ach, das geht noch nicht, da müssen wir ein bisschen warten, ne? Wo ist das Tor? Da. Und fliegen wir halt Richtung Tor erstmal, ne? Sind wir so richtig durchgeschüttelt worden gerade. Unglücklicherweise. Ja, das war knapp, aber da hat es nicht gerappelt. Dann gehen wir mal in das Tor rein erstmal. Lassen gerade die Zeit ein bisschen ablaufen, dann müssen wir kurz einmal reparieren, ne? Da wurden ja gerade die Waffengattungen gezückt. Hier einmal Schiff reparieren. Reparieren hat geklappt. Ne? Das war jetzt nicht so dolle. Okay, da kommt einer dich holen. Das ist ja auch interessant. Swoogs, dann müsste man Swoogs mal bekämpfen. Ne? Oder wie ist das? So, wir wären jetzt hier, das war falsch, ich wollte M drücken, in einem Sektor mit vielen Karten, vielen Steinen, Asteroiden. Da ist eine Fraktion, die gerade die andere Fraktion angreift. Ist jetzt nicht so toll. Aber wir wollten ja jetzt gucken, haben wir den schon installiert, einen von den beiden? Doppel-Tesla-Geschützturm, Doppel-Flak-Geschützturm, Flak-Geschützturm, Reparaturgeschützturm. Nee, haben wir nicht. Das bedeutet, wir müssen die erstmal da einbauen. Das waren diese beiden Kollegen. Und einer ging eigentlich noch rein, stand da gerade. Ich würde jetzt den mal hier hinbauen. Aber ne, er geht doch nicht rein, weil andere da sind. Jetzt geht er aber hin, ne? Nee, nicht genügend Slots. Okay, dann geht der dann auch noch weg. Und
Jetzt kommt der dahin und der geht aber nicht, ne? Oder? Nein, da fehlt der nächste Slot. Und dann machen wir das mal gerade so und hoffen, dass es dann geht. Nee. Und da haben wir noch einen, der fliegt dann auch raus und jetzt haben wir es aber mit zweien. So. Doch, das ist ja richtig hier so, ne? Ja, da ist hinten, hier ist vorne. Gut, Karte brauchen wir nicht. Wir brauchen diesen Bergbauarbeiter, brauchen wir jetzt vier. Haben wir da noch Personal? 20 Besatzungsmitglieder. So geht's, oder? Jetzt sind es nur noch 16. Oh, es ist optisch ein bisschen hier, glaube ich, besser geworden. Kann das sein? Okay, keine Akademieblöcke, keine Klonkapseln. Ach, das hatten wir ja auch schon mal, ne? Genau. So, hier ist noch ein Slot frei, oder wie sehe ich das? Oder ist das nur die Ansicht hier etwas schwierig? Ich glaube, die Ansicht ist nur schwierig, da ist noch was drin. Battery Upgrade, ne? Ach so. Ja, das sollten wir vielleicht mal so machen. Und dann können wir auch mehr reinsetzen. Oder wie sehe ich das? Wo ist denn der jetzt geblieben? Habe ich jetzt was falsch verstanden? Wo ist denn das? Fliegt das hier irgendwo rum? Nein. P? Ich habe doch eben das... Es ist eingebaut, aber es ist ein Bug, der das nicht anzeigt. Läuft, ne? Okay, dann gehen wir nochmal auf B, weil wir haben ja jetzt mehrere Slots. Steht das hier irgendwo? Dekanonierung. Ja, nee, steht nicht wirklich da, ne? Titan Air Bergbauer braucht wie viele Slots? Zwei, das sind vier. Wir haben noch einen Slot frei. Da können wir noch einen Slot, eine Dingens hier einbauen, das Bewaffnung machen würde. Doppelter Reparaturgeschützturm. Reparatur, okay. Flakgeschützturm, Slots einer. 11,6. Slots einer. Dann würde ich den nehmen, der hat 46. ...3,5 Schaden... ...184, der braucht aber zwei Slots. Schaden 216 mit einem Slot. Mhm. Okay. Ist die Frage, ob wir den nehmen? Erhöhte Schaden gegen Jäger und Torpedos. Ich glaube, wir nehmen den. Geht ja auch automatisch. Ja, unabhängiges Zielen. Dann können wir den noch einbauen. Dahin. Passt. Und sonst ist alles gut. Baumodus verlassen. Und wir gehen jetzt auf die Suche nach Asteroiden, oder? Gehen wir mal in diese Richtung. Da ist ja ein Asteroidenfeld. So, jetzt müssen wir mal suchen. Das ist auf jeden Fall einer zum Abbauen, oder? Das ist jetzt Titan wahrscheinlich. Ach so, wir müssen gerade noch mal hier rein und Zuordnung machen. Das ist die 1 und das ist die 2 und das ist auch die 2. Und dann machen wir die 1 erstmal aus, weil wir wollen ja nur abbauen, ne? Okay, wie wir gerade gesehen haben, geht da richtig was raus. Das lohnt sich dann, ne, oder? Der ist total effektiv, wie wir sehen. Okay. Und das war's jetzt mit, keine Ahnung, 3000, 10.000, 700. Da geht auch noch was. Nee, F war falsch. Ich hatte jetzt gerade noch so Erinnerung, dass es irgendwo eine Taste gibt mit Durchblättern und das ist diese Taste.
Also die Tab-Taste, und das ist tatsächlich wohl der nächste Asteroid, der abbaubar ist. Aber irgendwie war es ja noch so, dass man mit dem Teil auch sehen kann, dass es Asteroiden gibt mit Inhalt. Da ist noch was. Da ist noch was. Jetzt ist er weg. Jetzt ist die Frage, ob ich das erkennen kann. Wir blättern mal wieder durch. Mit der Tab-Taste, ne? Da ist wieder einer. Und das ist dieser hier. Kommen wir sogar aus der Entfernung dran, ne? Okay, und es ist auch aufgenommen. Jetzt ist er weg. Okay, der andere ist auch sehr schön am Abbauen, wie wir sehen. Und da sind wir dann doch zu weit weg. Also die beiden sind schon ordentlich am Abarbeiten hier, ne, wie wir sehen. Da gibt es ordentlich Rohstoffe gerade. Also der lohnt sich ja richtig, ne? Jetzt wäre noch schön zu wissen, ob es dann auch welche gibt, wo was drin ist, wo wir das auch erkennen können. Ja, vielleicht ist die Reichweite zu groß dann. Na, das ist ja jetzt hier schwierig zu beurteilen. Eigentlich soll man ja mit diesen Teilen dann auch was entdecken können. Dass es auch abbaubare Asteroiden gibt, die man von außen nicht erkennt, dass sie abbaubar sind. Aber woran sehe ich das? Hier sind auch mal gar keine Asteroiden mit. Da ist der nächste. Okay, dann geht die Reise mal gerade dahin, ne? Und dann geht's schon los. Haben wir schon ein Loch reingebuddelt in den Asteroiden. Und weg ist er. Ja, geht flott auf jeden Fall, ne? Und es ist 10.500 Titan, ne? Es ist schon ordentlich. Wir blättern mal wieder durch und hoffen, dass wir hier in der Nähe dann doch noch einen haben, den wir mitnehmen können. Da ist wieder einer, der dann da ist. Dann geht die Reise dahin. Ich weiß nicht, welche Entfernung das hat, aber so irgendwo bei 1,7 ging es oder was? Ja, hier ist jetzt möglich. Okay, der baut auf jeden Fall gut ab. Also das, so ein Teil zu kaufen, lohnt sich richtig, ne? Der wird auch abgebaut, ah. Jetzt wird gerade von uns nichts abgebaut, oder? Also, er baut ihn ab, aber ohne Wert. Muss man die anbaggern vielleicht, um zu sehen, was drin ist? Das ist die Frage, ne? Das wäre natürlich auch noch so ein Ding, ne? Aber dann findest du ja nie. Dann bist du ja nur am Suchen und Hoffen und muss sich ja irgendwie lohnen dann, ne? Oilrig verkauft 650 Rohöl für 118.000 Credits. Okay, dann ist dann ein Schiff gerade gewesen und hat Öl gekauft von uns. Das ist doch schon mal cool, oder? Ja, ich sehe jetzt hier leider nichts, ne? Also das mit dem Asteroiden, dass da was drin ist, ist dann ja schwierig. Blätter jetzt wieder alles durch hier und hoffe, dass irgendwann
was zu sehen ist. Oh, da ist ein Container. Der ist da, ein geheimes Versteck also. Schauen wir uns noch an, oder? Ist gar nicht so weit weg. Ach, da sind ganz viele Container hier. Okay. Das bedeutet, daneben sind auch noch Container. Was ist das? Sind das Minen oder ist das ein Minenfeld? Wir haben eine gute Beziehung zu denen. Geht da was mit F? Ich muss da mal näher ran. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür das gut ist. Ach so, wenn, dann war das ja so auf 0,2 Entfernung oder sowas, wo vielleicht was ging. Nee, geht aber nix. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür es gut ist. Okay, jetzt sind wir schon oberhalb. F tut sich nichts. Hyperraumantrieb ist ein. Kann ich nicht mehr lesen, was er da gerade geschrieben hat, ne? Kann ich den wegstupsen? Ja. Landerlaubnis verweigert, okay. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Feld hier ist. Kabelhersteller ist das, okay. Ja, gute Frage, nächste Frage, was jetzt hier gerade so läuft, ne? Ost-Nord-Ost-Tor ist für uns jetzt nicht so relevant. Was hat er für einen Auftrag? Beziehung ist ja gut zu denen. Schwarzes Brett sagt Lieferung Kabel. Ist aber jetzt auch nicht so prickelnd, der Auftrag. Was ist das? Das ist eine Gewürzfarm. Der Auftrag wird auch nicht berauschend sein. Südosttor. Gehen wir auf die Karte. Wir können mal hier hinfliegen noch dann. Solarkraftwerk, Gaskollektor, zwei Tore und viele Asteroiden. Süd-Südwest, ne? Süd-West-Süd. Oder West-Südwest, West-Südwest. West-Südwest. Piraten greifen den Sektor an. Die sind da aber, oder? Ja, ich glaube, wir lassen das mal da, wo es ist, und wir fliegen einfach weiter und gucken uns dann im nächsten Sektor um, was wir da noch so treiben können. Ja, Sonne, Mond und Sterne, alles ist da, ne? Ach so, ja, Hintergrundbilder sind dann noch mit mehr Sternen versehen worden, das war auch noch gesagt worden in dem Update. Was ist das da? Rechts Schrott wahrscheinlich. Aber wir fliegen jetzt erstmal hier durch und gucken dann da weiter. Müssen ja auch weiter schauen. Was jetzt war, Titan ist jetzt auch nicht so der Bringer. Wir müssen mal ein bisschen andere Rohstoffe sammeln, die wertvoller sind, ne? Damit wir auch wertvollere Dinge kriegen. So, was haben wir hier? Da haben wir ein Tor, da haben wir ein flottes Schiff. Da gibt's eine Aufgabe. Das schwarze Brett sagt uns was. Helium wollen die haben, das ist auch ein kleiner Auftrag sozusagen. Oh, hier ist aber auch schon gleich um die Ecke ein Asteroidenfeld. Okay. Jetzt ist nichts zu sehen groß hier in diesem Asteroidenfeld. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so der Bringer, ne, oder? Es ist jetzt nichts zu sehen, dass ich irgendwo was abbauen kann. In diesem Asteroidenfeld natürlich, ne? Ich klicke mal ein bisschen durch hier mit der Tab-Taste. Aber die sehen alle nicht abbaubar aus.
Das ist so ein Asteroidenfeld, was keiner braucht. Vielleicht gibt es hier auch Asteroiden, die man abbauen kann, wo was drin ist, aber ich wüsste nicht, wie ich das sehen kann. Da ist das Tor gewesen. Ja. Fliege mal den an, der ist ziemlich dick, oder? Auf jeden Fall sieht es so aus, dass er dick ist. Da ist ja was drin. Und ich sehe es erst, wenn ich ihn abbaue. Nicht wirklich, ne? Ein Titanerz erhalten. Das heißt, wenn ich den abbaue, kriege ich Titanerz? Ist das so? Dann baue ich mal gerade weiter ab. Nee. 7 Titanerz erhalten. Kommen die jetzt hier rüber oder? Wo kommen die her? Man sieht das jetzt nicht. Doch, da kommt unten was angeflogen. Alles klar. Das heißt, ja, jetzt ist die Frage, ne? Ist das bei jedem so oder ist es nur, weil der jetzt hier besonders dick ist? Und es war reiner Zufall, dass ich den erwischt habe, oder was? Titanerz erhalten. Aber lass mal gerade gucken, ne? Das da oben ist Titan und das ist Titanerz. Das ist dann aber weniger wert, richtig? Hm, schwierig jetzt. So kriege ich aber meinen Frachtraum voll, ne? Wie ist das? Und der da geht auch. Kriegt man da auch was raus? Ja, man kriegt da auch was raus. Ja. Es ist nur die Frage, ob es das bringt oder nicht, ne? So. Jetzt müsste ich das einschmilzen gehen, sozusagen, um dann festzustellen, ob es das bringt oder nicht, ne? Hm. Ach so, ich muss erstmal gucken, ob es überhaupt hier drin ist. Es sollte aber hier drin sein. Eisenmetallschrott, Titanmetallschrott und Titanerz. Ist da jetzt so viel reingekommen? So, das sind die durchschnittlichen Credits, die ich dafür kriege, also nix. Eisenmetallschrott. Warte mal, aber was ist denn das mit dem Balken da drüber? Was ist denn das hier? Auf. Hebeverhalten. Stohlen ist nicht annehmen. Und das hier? Titanerz, das zu Titan aufbereitet werden kann. Ja, das ist das hier, ne? Ja, gut. Dann wissen wir das auch jetzt, dass wir sowas dann auch einsammeln können. Also irgend so einen dicken hier anvisieren. Und dann kannst du den abbauen. Jetzt geht hier ein bisschen mehr sogar. Interessanterweise zeigt er jetzt nicht mehr 1027 an, sondern ein bisschen mehr. Kein Mensch weiß, warum der nicht diese 1027 aufbrachte. Dann ich baue das mal gerade ab noch hier und gucke mir das dann nochmal an. Piraten greifen den Sektor an, die sind da rechts. Ich möchte da jetzt aber nicht unbedingt mitmachen. Ja. 12 Titanerz erhalten. 16, sind das immer die aktuellen Zahlen oder was ist das? Okay.
Das ist ein dicker Brocken, da muss eigentlich viel rauskommen, ne? Okay. Dreizehntausendvierhundertvierzig, jetzt gibt's. So, 28 Titanerz erhalten. Der baut gerade ein anderer was ab, das bin ich gar nicht mit dem anderen da, ne? Was sagt denn unser Frachtraum jetzt? 13.509, okay, wir haben was eingesammelt, ja, toll. Gut, aber ich würde mal sagen, wir machen mal hier erstmal, wo sind denn die Piraten da unten? Eine Pause. Oh, guck mal, die haben auch andere Symbole bekommen, ne? Die sind jetzt so nicht so viereckig umrandet wie die guten Schiffe, sondern die bösen Schiffe haben jetzt dieses andere Zeichen drumherum. Alles klar. Ja, okay. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, dann seid ihr schneller wieder dabei. Und ja, wenn ihr über weitere Videos Infos haben wollt, dann die Glocke anmachen, dann kriegt ihr auch das. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.